Es ist ein beeindruckendes Naturschauspiel, meine Damen und Herren. Vielleicht haben Sie es gesehen, dieses Naturschauspiel. Tief im Innern staut sich ein ungeheurer Druck auf. Irgendwann schießt es an die Oberfläche, hinterlässt eine Verwüstung, die uns alle daran erinnert, dass diese Erde eben doch von rohen Naturgewalten beherrscht wird. Meine Damen und Herren, Sie haben es vielleicht an Ihren Fernsehgeräten zu Hause verfolgen können und waren froh, dass Sie nicht unmittelbar daneben standen. Letzte Woche ist wieder einmal der Gabriel ausgebrochen. Halten Sie Merkels Haltung inzwischen für falsch? Ich finde Ihre Frage total merkwürdig. Ich finde, dass dieser Das finde ich auch gar nicht merkwürdig, Herr Gabriel. Danach kann man ja schon fragen. Nichts von dem, was Sie sagen, ist richtig, Frau Schaus. Ich muss Sie unterbrechen. Dann erklären Sie es. Dann erklären Sie, was Sie damit meinen. So wird es wahrgenommen. Na, also erst, nein, Sie nehmen das so wahr und senden es. Ich kann mich jetzt immer nur wiederholen. Insofern ist die Sendung ein bisschen schwierig gerade. Nun lassen Sie mich doch einfach ausreden. Sie haben mich doch gefragt. Wenn Sie sagen, das ist richtig falsch, Entschuldigung. Kein Mensch kann Ihnen diese Frage beantworten. Und wir wollten heute gerne mit Ihnen, dem SPD-Vorsitzenden, sprechen. Das haben wir getan. Herzlichen Dank nach Mainz. Schönen Abend. Gerne. Bitte, bitte. Ja. Ein Gespräch hat irgendwie stattgefunden. Das kann man wohl sagen. Es erinnerte fatal an den letzten Ausbruch. Natürlich ebenfalls im ZDF. Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden. Das also, hat doch Herr Gabriel, diesen Quatsch, der wird von sehr ernsthaften, dieser Quatsch wird von sehr ernsthaften Verfassungsrechtlern diskutiert. Und dem kann man sich dann ja auch mal stellen. Ja. Aber lassen Sie noch uns über was anderes reden. Das mache ich doch gerade. Wenn Sie Ihre Partei, ja, Sie sagen, das ist Quatsch, das ist jetzt eine besondere Form der Argumentation. Aber wenn Sie Ihre Parteimitglieder so ernst nehmen, warum... Ich habe versucht, Frau Slomka, es wird ja nicht besser, wenn wir uns gegenseitig... Wenn Sie Ihre Parteimitglieder so ernst nehmen... Es wird ja nicht besser, wenn wir uns gegenseitig so behandeln. Besser als ich. Man fragt sich aber, was hat er eigentlich, oder? Was hat er denn? Vor allem, was hat er gegen Journalistinnen? Es sind ja immer die Frauen, die ihn so provozieren. Ja? Spielt er Journalistinnen Bingo? Wenn er 5 in einer Reihe beleidigt hat, dann darf er Kanzlerkandidat werden? Jedenfalls hat sich das ZDF jetzt veranlasst gesehen, diese Warnhinweise am Eingang des Geländes anzubringen. Und ich denke, das ist auch richtig so. Gabriels müssen angeleint werden, klar. Was geht in solchen Momenten in Gabriel vor? Ich versuche Ihnen das mal aus seiner Sicht zu erklären. Ich gebe Ihnen jetzt mal hier den Sigmar aus dem berühmten Musical Die Schausten und das Biest. Dass ich das nicht mag, wie du mich befragst, ist doch wohl okay, dass ich dir das sag. Dass du das nicht peilst, ich bin da direkt. Was soll ich denn tun, wenn du selbst nicht checkst? Du kommst mit Kritik und mit Fragerei, doch auf dem Niveau bin ich nicht dabei. Du bist halt eine Frau und du weißt genau, dass du das nicht kannst. Ey, geh einfach spielen, oh, du kannst es nicht. Geh lieber spielen, oh, 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 du kannst das nicht. Das ist richtig falsch, Entschuldigung. Nichts von dem, was Sie sagen, ist richtig. Dass du dich entschließt, mich zu interviewen, heißt doch, dass ich red und du hörst mir zu. Sonst ist das doch doof, sonst ist das doch Quatsch. Du kriegst auch ganz schnell so einen Emanzen-Touch. Sei doch einfach froh, dass ich mit dir sprech. Bin doch sowieso in 2 Minuten weg. Sei doch einfach still, ich red wie ich will, weil ich halt so bin. Und du gehst jetzt spielen, oh, 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 oh. Du kannst es nicht. Geh lieber spielen, oh, du kannst das nicht. Ich kann mich jetzt immer nur wiederholen, insofern ist die Sendung ein bisschen schwierig gerade. Nee, Herr Gabriel, die Sendung ist vorbei. Das war Extra 3.